64 Millionen wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger in Deutschland, davon über 1,8 Millionen allein in Sachsen-Anhalt. Gemeinsam mit der Industrie- und Handelskammer Magdeburg veranstaltet das Netzwerk Europäische Bewegung daher eine Podiumsdiskussion mit Regionalpolitikerinnen und Politikern der größeren Parteien. Ziel ist es, zu zeigen, welche Auswirkungen die Wahl auf Deutschland, aber auch auf Sachsen-Anhalt hat und die Programminhalte der Parteien und ihrer Kandidatinnen und Kandidaten vorzustellen. Unter der Leitung von MDR-Moderator Stefan Bernschein beginnt die Veranstaltung. Er ist sich der Wichtigkeit der Wahl bewusst. Und ich glaube, was wir auch mit so einem Format wie heute ja hier schaffen müssen, und ich finde es toll, dass die IHK diese Möglichkeit gibt, ist, dass wir immer wieder auch genau diese Frage stellen. Was hat Europa eigentlich mit uns zu tun? Und warum ist es wichtig, zu dieser Wahl zu gehen? Und was hat das für mein, für ihr oder für das des Kollegen Leben eigentlich für Auswirkungen? Und die hat es. Man muss sie eben bloß wahrnehmen, man muss sie weitersagen. Und dafür sind solche Formate natürlich toll. Minister Sven Schulze von der CDU äußert sich zur Entstehung von Gesetzen. Es ist ein Mehr, wenn ich immer höre, da macht jeder sein eigenes Ding. Es gibt kein einziges Gesetz in Brüssel, wo die Bundesregierung nicht mit am Tisch saß, weil das die Gesetzgebung so funktioniert. Die Kommission macht einen Vorschlag, das Parlament gibt eine Stellungnahme im weitesten Sinne ab, was die Volksvertreter davon halten. Und dann kommt der Rat, das sind nämlich die Vertreter der Länder, also der Mitgliedstaaten. Und die Gesetzgeber sind, Co-Gesetzgeber ist das Parlament und der Rat. Und die machen das. Und wenn ich manchmal aus Deutschland höre oder aus Polen oder aus Spanien, die haben sich da in Brüssel wieder irgendwas einfallen lassen, das ist nur ein Bashing, weil die Leute zu wenig in Brüssel verstehen. Das ist einfach so, immer sitzt der Mitgliedstaat mit am Tisch. Das heißt, hier passiert nichts ohne die Mitgliedstaaten, Punkt 1. Arno Bausemer von der AfD stellt vieles in Frage, so auch das Motto der Veranstaltung. Ich würde auch sagen, das Motto auf Kurs bleiben, finde ich jetzt ein bisschen schwierig. Also ich würde eher sagen, wieder Kurs einnehmen, nämlich dahin, Europa wieder dahin zu führen, zum Europa der Vaterländer, zum starken Europa und nicht zum Europa, was von Kommissionen oder vielleicht von Parlamenten, die sich so gar nicht begreifen, nämlich eher so als so ein Scheinparlament wegzukommen zu einer wahren Demokratie. Das sieht Wulf Gallert von den Linken natürlich ganz anders. Bei dieser Europawahl geht es um die Alternativen eines kollektiven Brexits. Das vertritt Herr Bausemeier und viele andere Parteien dezidiert. Oder es geht darum, ob wir in der Lage sind, einen gemeinsamen Wirtschaftsraum zu gestalten, der sozialpolitisch funktioniert, der Klimaschutz beinhaltet, der Innovation in der Lage ist, voranzubringen, um sich gegenüber den beiden globalen Polen, USA und Europa zu behaupten. Das ist die entscheidende Frage. Thea Helene Gioska von den Grünen wirbt für ihre Klimapolitik. Klimaschutz muss noch weiter in den Fokus rücken, wenn dieser Klimaschutz, der schafft und erhält den Wohnstand hier in Sachsen-Anhalt auch. Viele Firmen in Sachsen-Anhalt, die sind schon auf einem guten Weg und gehen schon stark voran im Klimaschutz. Und mit dem Green Deal der EU wollen wir der erste klimaneutrale Kontinent werden. Thomas Rieke von der SPD sieht in der EU mehr als die Wirtschaft. Ich bin sehr stark mit dem Thema Europa verbunden, weil Europa ist eine Friedensgemeinschaft und das ist für mich auch eine Idee, ein Gedanke, der mich auch bewegt, für Europa zu kandidieren. Yvonne von Löbbecke von der FDP richtet ihren Architektinnenblick auf die EU und zieht ein interessantes Gleichnis. Es ist sehr gut in Schuss, aber man konzentriert sich auf Sachen, die nicht für die Statik wichtig sind. Und das haben wir verloren, dass sich das Gebäude halten kann, sondern man konzentriert sich auf kleine, feinteilige Dinge, die nicht notwendig sind. Und da möchte ich ganz gerne den Fokus wieder auf das Wichtige lenken. Auf Basis von Fragen regionaler Unternehmen debattieren die Politiker ihre Parteiprogramme. Der europäischen Bewegung geht es jedoch nicht nur um Wirtschaftspolitik für Unternehmen. Zur Europawahl sind in diesem Jahr erstmalig auch 16-Jährige wahlberechtigt. Möglichkeiten sind natürlich inzwischen auch verändert, über YouTube und andere, über die sogenannten sozialen Medien. Auftritte versuchen wir natürlich auch, diese europäischen Gedanken zu vermitteln, vor allen Dingen auch an junge Leute. Wir werden bei der Europawahl ja die Neuheit haben, auch mit den die 16-Jährigen dürfen an die Wahlurne. Und ich denke, die benutzen eben heutzutage
eben genau diese modernen Medien, um sich zu informieren. Veranstaltungen wie diese stärken die Demokratie. Politikerinnen und Politiker stehen im direkten Austausch und können oder müssen ihre Positionen erklären. Dafür sorgt besonders der abschließende persönliche Austausch bei einem gemeinsamen Imbiss.